Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben mittlerweile schon 3:15. Ich sitze immer noch hier am Laptop und bin gerade das Thumbnail am Bearbeiten. Aber wie ja gestern schon in dem Vlog erwähnt, dauert das mittlerweile immer so gefühlt 1000 Milliarden Jahre. Aber gut, ja, mein Video ist jetzt gerade am Exportieren, deswegen fährt mein Lappy gerade hier auch auf Hochtouren. Ich habe mein Gesicht gerade schon eingecremt, denn ich werde mich jetzt ganz schnell schminken. Also einfach nur ein bisschen Foundation draufhauen, Augenbrauen machen, Ende. Denn wir müssen jetzt gleich losfahren, wie ich ja in dem Vlog gestern schon gesagt habe. Müssen wir heute ja Danielas Geschenk besorgen und wir müssen noch zu Edeka fahren. Oh, beweg dich doch bitte. Oh, boah, da kriege ich hier echt eine richtige Aggression. Also falls es hier jemand von PicMonkey sieht, könnt ihr das bitte mal bearbeiten. Vielen Dank. Ich habe mir extra schon Google Chrome runtergeladen, weil überall steht, PicMonkey funktioniert besser mit Google Chrome. Na gut. Wie gesagt, wir müssen die Sachen erledigen. Ich sage, wir müssen mir mal abgewöhnen, alles immer doppelt und dreifach zu sagen. Sorry. Und wir müssen noch was nicht mal mehr so lange dauert. Um 4 Uhr zu einer Besichtigung. Ja gut, ich dachte, die wäre um 4:30. Nee. Einfach mal so eine halbe Stunde früher. Und deswegen muss ich mich jetzt erst recht schnell fertig machen. Ich muss Tim gleich noch darauf vorbereiten, weil der weiß nämlich überhaupt gar nichts von seinem Glück. Der weiß nur, dass wir heute eine Besichtigung haben. Nur nicht wann. Wenn ich ihm gleich komme mit, hi Schatz, wir haben übrigens um 4 Uhr eine Besichtigung. Haha, dann tötet er mich. Wir wollen ja hier raus und das ist nun mal halt die einzige Möglichkeit, wie wir das können. Genau, deswegen mache ich mich jetzt erstmal schnell fertig. Tim sollte so in circa 5 Minuten aufstehen, weil dann haben wir nämlich 4:30. Also wir müssen spätestens um 10 vorfahren, weil die Wohnung circa 10 Minuten von uns entfernt ist. Heißt, wir sind dann circa pünktlich da, so 3 Minuten vorher. Ist halt jetzt, ich mache so ein bisschen hier hoch so. Ist jetzt zwar alles ein bisschen blöde gelaufen, aber kann ich jetzt leider nicht mehr ändern. Wobei ich hier halt auch gerade noch einen extremen Ausraster kriege, weil halt, wie gesagt, PicMonkey nicht funktioniert, ne? Und das sind dann halt immer so diese Augenblicke, wo einem dann halt die Zeit flöten geht. Die haben nämlich einen Ping von, was weiß ich was, ey. Von locker 80 oder sowas. Los jetzt. Also ich mach was und so 10 Minuten später gefühlt tut sich erst was. Ist auf jeden Fall sehr praktisch, wenn man es eilig hat. Jetzt sehe ich richtig sexy aus, aber geht jetzt leider nicht anders. Ah, es tut sich was. Gut. Eigentlich bin ich ja keine Person, die ihre Videos online gehen lässt mit, also ohne Thumbnail. Ich hasse das ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich es heute nicht mehr schaffe, weil es halt so hängt, dann ist es halt so. Dann kann ich es leider nicht ändern. Aus, ne? Oh, okay. So, ich habe mich jetzt geschminkt. Meine Haare werde ich gleich da machen. Ich werde mir Trockenshampoo reinmachen, weil die übelst fettig aussehen. Aber die sind nicht fettig, also nur zu meiner Verteidigung. Genau, da werde ich mir jetzt gleich ein Trockenshampoo reinmachen und heute Abend dann wieder Haare waschen anscheinend, weil bringt ja nichts. Ich werde jetzt ganz schnell mein Thumbnail fertig machen. Wir haben jetzt 22. Tim müsste jetzt ungefähr aufstehen. Und dann machen wir hier alles im Eiltempo fertig, denn wir haben jetzt noch eine halbe Stunde. Ich hoffe, wir schaffen alles. Wir waren jetzt bei der Besichtigung und sind jetzt kurz nochmal nach Hause gefahren. Tim hat was vergessen und bringt mir gleichzeitig noch meine Jacke mit. Boah, es ist so kalt. Ich habe nämlich meine Jacke unten vergessen bei dem Wetter. Jacke, alles klar. Wir waren jetzt auf jeden Fall bei der Besichtigung
Und die Wohnung ist einfach, also ich persönlich finde die mega schön. Außenrum jetzt halt nicht so wirklich. Die sieht irgendwie voll abgewrackt aus und so. Aber von innen sieht die halt wirklich mega cool aus. Und es ist zwar nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung, aber da wir ja im Moment mit dem Kinderwunsch ja eh ein bisschen quasi auf, also erstmal warten, finde ich, ist die Wohnung eigentlich mega schön und die hat sogar eine Treppe. Und also was das angeht, finde ich die Wohnung echt mega cool. Ja, also wir sind jetzt noch ein bisschen am Überlegen. Hallo. Oh, Berkeley, thank you. Und sie wollen jetzt von uns noch Schufa-Auskunft haben und alles Mögliche. Und da werden wir dann überlegen, ob wir das fertig machen und ob wir die Wohnung cool finden. Findest du die cool? Ich weiß es nicht. Das ist so ein Zwiespalt, ne? Ich finde, die Wohnung ist zwar cool, aber irgendwie halt von außen versaut die irgendwie alles so. Die könnte ein Ticken größer sein. Wie man schon merkt, das ist so ein Zwiespalt. Aber wie gesagt, wir haben noch bis bis Sonntag haben wir jetzt ja gesagt Zeit. Und Montag, wenn wir die Wohnung dann halt hätten, haben, wollen, würden, tun, machen, bla, dann sollten wir die Sachen halt alle zusammen haben. Ja, und wir sind jetzt halt noch ein bisschen am Überlegen und fahren jetzt bei uns mal ins Center, Forum, whatever. Und dann werde ich mal für Daniela gucken nach einem schönen Geschenk, ne? In die Einkaufsstraße. Nein, wir fahren jetzt in die Einkaufsstraße. Wir waren jetzt bei Nanunana. Nee. Und ich habe jetzt was gefunden. Wir waren erst bei Nanunana. Da habe ich super schöne Sachen gefunden. Und ich hoffe natürlich, dass Daniela sich darüber freut. Ich werde euch das jetzt natürlich noch nicht zeigen. Das seht ihr am Montag. Oder halt, eher gesagt, am Dienstag im Vlog. Und jetzt waren wir gerade noch, wie Tim schon gesagt hat, bei Ditch. Und was hast du dir geholt? Eine Laugenstange mit Käse und Debré, irgend so einer Wurst. Und ich habe mir eine Laugenstange geholt mit Frischkäse. Ich habe jetzt bei Rogers nicht gefunden, wie viele Punkte das hat mit Frischkäse. Ich habe einfach nur die Punkte für eine Laugenstange gefunden. Ich habe jetzt einfach eingegeben, dass ich zwei Laugenstangen essen würde. Vielleicht passt das ja dann von den Punkten her wegen dem Frischkäse. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das Light-Frischkäse ist. Deswegen weiß ich nicht, wie viele Punkte der hat. Deswegen habe ich einfach mal eingetragen, dass ich zwei esse. Obwohl ich nur eine esse, aber okay. Und jetzt fahren wir noch zu Edeka. Baileys besorgen, ja, damit wir uns dick fett besaufen können. Da wir ja so viel saufen, ne? Ja, so wie ich das jetzt mal in Schoko-Baileys probieren wollte, ne? Ja, das hast du überhaupt gar nicht gemacht. Also ich würde sagen, dieses Strawberry-Ding haben die nicht. Die haben halt nur normalen oder halt hier den mit Schokolade. Den hatte ich das letzte Mal bei Jessie dabei. Der war eigentlich mega lecker, aber ich glaube, dass es zu wenig ist. Ich glaube, ich nehme den normalen. Och man, schade. Ich hätte jetzt eigentlich voll gerne den anderen mitgenommen, aber wenn es den nicht gibt, bleibt der Lüde. Ich weiß ja nicht, ob ihr Baileys oder so trinkt, aber falls ihr den mit Strawberry Cheesecake oder so irgendwo mal gesehen habt, schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare. Dann weiß ich wenigstens, wo ich den nämlich herkriege. Weil bei mir gibt es den nämlich nirgendwo. Sehr toll. Da, wenn man es braucht, ne? Immer so. Jawohl, wir sind wieder zu Hause. Endlich. Und wir begeben uns jetzt ans Essen. Wir hatten hier gerade noch ein paar Struggles mit den Tieren. Ich weiß nicht, ob ihr uns da irgendwie einen Rat geben könnt oder so. Aber die sind alle irgendwie so fressgeil. Also keine Ahnung. Die haben alle irgendwie Schiss, dass die zu wenig Essen kriegen oder so. Ich weiß es nicht. Die töten sich immer halb. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kochen wir jetzt. Bei uns gibt es heute eine... Könnt ihr das lesen? Kartoffelhackpfanne. Eigentlich war es eine Kartoffellachspfanne, aber das habe ich jetzt einfach mal ganz cool umgeändert in eine Kartoffelhackpfanne. Ja, weil wir, denke ich mal, alle wisst, essen wir keinen Fisch, beziehungsweise wir mögen einfach keinen Fisch. Übrigens, die nächste Lampe ist kaputt. Ja, hier im Flur. Hä, nein, die eine. Die hier hinten? Das wissen die doch noch gar nicht. Ja, eben ist uns die Lampe auch noch kaputt gegangen. Super, ne? Wo sind eigentlich da? Oh, kannst du die da rausholen? Was, die Kartoffeln? Boah, keine Ahnung, wo die da liegen, ey. Mal gucken, was wir jetzt noch brauchen. Wir brauchen Kartoffeln, Blumenkohl, Brokkoli. Haben wir hier Zitronensaft, Pfeffer, Öl, das mache ich wahrscheinlich raus. Milch, Soßenbinder, Dill. Dill haben wir nicht. Soßenbinder. Rinderhackfleisch und Creme Légère. Übrigens war das ein Spaß. Ich habe das letzte Mal gesagt, oder ich habe Tim verbessert und habe gesagt Creme Légère. Das war ein Spaß. Ich weiß, dass das Creme Légère heißt. Ich wollte nur lustig sein. Hat wohl nicht ganz geklappt, wa? Wir haben uns jetzt übrigens eben nochmal über die Wohnung unterhalten. Und ich glaube, dass wir zu dem Entschluss gekommen sind, dass wir sie nicht wollen, oder? Keine Ahnung.
Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas mega hasst, aber es gleichzeitig liebt? So ist das mit der Wohnung hier. Also die Wohnung ist an sich eigentlich mega cool, weil wir halt ganz unten wohnen. Dadurch ist es halt nicht so warm im Sommer. Wir haben direkt einen Garten hier. Wir haben eigentlich ja schon eine relativ große Wohnung. Klar, die ist halt einfach nur mega hässlich. Aber das werden wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auf jeden Fall ändern. Wir werden uns ja, haben wir jetzt schon länger gesagt, wir wollen eine neue Küche haben. Und die werden wir auf jeden Fall auch in naher Zukunft holen. Und zwar machen wir uns eine Küche bei IKEA. Wir haben da jetzt schon mal eine gemacht. Wir wollen hier eine so um Eck haben, also dass wir auch unter der Fensterbank was haben. Klar, ist immer scheiße, aber wir planen dann jetzt einfach mal, dass wir erstmal noch nicht ausziehen. Ich weiß es nicht, also das wird bei uns wahrscheinlich nie aufhören. Dieser dämliche Hickhack, aber nun gut, kann ich jetzt auch nicht ändern. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, hier wird einiges geändert. Und wenn Tim Urlaub hat im Mai, wird der komplette Flur gestrichen. Wir wollen noch neue Möbel für den Flur haben. Wir müssen das Schlafzimmer fertig machen. Wir brauchen ein neues Sofa, einen neuen Fernsehtisch. Und das sind halt einfach alles so Sachen, die halt nach und nach kommen, weil sie halt, wie gesagt, nicht wirklich günstig sind. Das Sofa, was wir haben wollen, kostet alleine schon fast 800 Euro. Und ja, da ist man dann halt immer irgendwo am Gucken, ob man noch was Günstigeres bekommt, weil 800 Euro, das ziehe ich mir nicht mal gerade eben so aus dem Ärmel. Jawohl, genau halt wie die Küche, da bist du auch locker bei so 5000 Euro aufwärts. Also auch eine neue Lampe. Warum, weil das so dumme Birnen sind? Die gibt's nicht mehr. Ach so, ja, na dann. Da bist du ab 5000 Euro aufwärts, weil Küchen, weiß glaube ich jeder, sind nicht gerade günstig. Ja, und das ist halt immer so, ne? Ich meine, wir waren damals froh, als wir hier eingezogen sind, weil wir einfach nichts hatten, dass wir dann diese Küche hier hatten, damit wir halt überhaupt irgendwas hatten, ne? Aber so auf Dauer merkt man schon, dass es einfach nichts ist. Und ich glaube, das Erste, was sich in dieser Küche hier auf jeden Fall ändern wird, ist der Kühlschrank. Denn wir wollen einen großen Kühlschrank haben, den silbernen, der halt wirklich so richtig große, schöne Türen hat, wo wir alles vernünftig einordnen können und halt mit einem größeren Gefrierfach, weil wenn wir Sam barfen, brauchen wir natürlich auch irgendwie ein Gefrierfach bzw. was zum Frieren. Wir sind am Überlegen, dass wir halt den Kühlschrank da stehen lassen, wo er jetzt ist und da kommt dann halt der neue hin und hinter die Türe kommt dann eventuell noch ein Gefrierschrank, weil ich denke mal, wenn wir selber Sachen haben plus noch das Barfzeug, das wird alles nicht in die Gefriertruhe reinpassen, dass wir uns deswegen dann noch eine andere Truhe holen, die dann halt hinter die Tür kommt und wie gesagt, das wird dann halt so eine L-Form hier unterm Fenster noch lang. So eine Lungenform. Und hier kommt dann noch ein neuer Tisch hin, so ein Holztisch, Holzplatte, also einer schönen braunen Holzplatte. Ja, so eine Eichenplatte. Wenn wir mal Millionär sind. Also, ne, von daher, bei Föhn. Söderle, Kartoffeln schälen, in Stücke schneiden. Hey! Und in Salzwasser 20 Minuten garen. Blumenkohl und Brokkoli in Röschen teilen sind sie schon. Circa 10 Minuten vor Ende der Garzeit zu den Kartoffeln geben und mit garen. Ist ja eigentlich gar nicht so die schwere Arbeit. Ach übrigens, was ich ganz kurz noch sagen wollte. gestern kam übrigens ein Vlog online. Ich gehe mal davon aus, dass der nicht in der Abo-Box war oder sonstiges. Also falls ihr den Vlog noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch den mal hier oben. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Der ging gestern nur 10 Minuten zu spät online. Also für mich heute 10 Minuten zu spät, weil mein Internet irgendwelche Pays hatte und ich das dann halt nicht mehr anders machen konnte. Auf jeden Fall ging er leider 10 Minuten zu spät online. Deswegen könnt ihr gerne mal vorbeischauen, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit Potatoes schälen, ja? When you're walking in, I know it's true. It doesn't even matter how hard I try. 'Cause when I hear your voice, my walls come down. Boy, you are the only thing I want. There must be a way I can make you see that if we fell in love, it will be so sweet. But when it's you and me, me, me. Oh Mann, ey. Das Gemüse steht jetzt hier und ist jetzt am, ja, was ist das jetzt am machen? Am köcheln, keine Ahnung. Die Kartoffeln sind jetzt auch im Topf und das Hackfleisch haben wir gerade erst hier reingetan.
noch ein bisschen gefroren. Jetzt wird das erstmal angebraten. Und wenn das angebraten ist, wird eigentlich ja alles einfach nur zusammengewürfelt. Man macht die Hand vor den Mund. Ja. Oh. Au. Gut schon auch. So, das Essen ist jetzt fertig und es sieht richtig abartig aus. Also das sieht wirklich richtig eklig aus. Ja, hier ist jetzt halt Hackfleisch, Kartoffeln, Blumenkohl und Brokkoli. Also ich glaube nicht, dass man da was erkennt. Das Problem liegt eigentlich daran, dass wir das Gemüse ein bisschen nur zu lange haben kochen lassen. Aber gut. Ja, wir haben das ein kleines bisschen zu lange kochen lassen und deswegen ist das so extrem matschig geworden. Aber es schmeckt ja hoffentlich immer noch. So, und wir sind jetzt noch am Fernseher und gucken wahrscheinlich noch irgendeinen Film an und werden den dann morgen wahrscheinlich fertig gucken. Haben wir den noch nicht Ende geguckt, den Schwachsinn? Wir haben noch einen Film, den wir noch gucken müssen. Wir müssen nicht weiter gucken, wenn du nicht bist. Ja gut, wir werden jetzt auf jeden Fall mal essen, den Film gucken und später kann ich euch ja dann sagen, wie es Essen geschmeckt hat. Ich bin mir nämlich nicht so ganz sicher, ob es schmeckt, aber ich gehe eigentlich mal davon aus, weil da ist ja nichts drin, was irgendwie eklig ist oder so. Welcome to my bathroom. Was ist da? Achso, das ist die Badewanne. Okay. Ich bin jetzt im Bad und wollte mich abschminken, denn wir haben mittlerweile 8:45. Ich glaube, das passt. Oh Gott, sehe ich dumm aus. Ja, heute passiert nichts mehr. Sam hat gerade Essen bekommen und ich war gerade noch mal mit ihm draußen. Übrigens ist das so süß. Das habe ich jetzt die Tage schon bei uns in die WhatsApp-Gruppe gepostet. Also ich habe ja mit Jessie und Daniela eine WhatsApp-Gruppe und da schreiben wir ja wirklich jeden Tag. Und keine Ahnung, was wir da alles für einen Schwachsinn schreiben. Auf jeden Fall schreiben wir da viel Schwachsinn. Und ich habe gestern oder so, glaube ich, oder vorgestern sogar schon, sogar in die Gruppe jetzt gepostet, dass Sam mittlerweile sich meldet, wenn er raus muss. Und das ist so süß, weil man wenigstens jetzt endlich weiß, dass es einen Sinn gemacht hat. Also, dass es geklappt hat, was man mit ihm gemacht hat. Das ist einfach so cool. Mittlerweile setzt er sich einfach an die Balkontüre und wartet dann halt, bis jemand kommt. Also das macht er nur, wenn jemand direkt hinter einem ist. Also wenn ich jetzt direkt hinter ihm bin und er weiß, dass ich ja quasi auch dahin gehe, wo er hingeht, dann setzt er sich einfach nur an die Türe, so wie gerade zum Beispiel. Aber wenn jetzt zum Beispiel, wie gestern, waren wir im Schlafzimmer und er war halt hier in der Wohnung und auf einmal hören wir nur so ein Kratzen. Wir haben halt Sam gesucht und dann sind wir gucken gegangen. Da saß er dann im Wohnzimmer und hat an der Balkontür so gekratzt und hat, also er hat nicht rumgefiebt, sondern er hat einfach nur darum gekratzt und dann sind wir mit ihm rausgegangen und er hat direkt gemacht. Ja, also beides, ne? Also groß und klein. Also das ist echt cool zu sehen, dass er sich meldet, wenn er muss. Also ich finde das ganz schön cool und bin ganz schön stolz. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Weil wir haben da anscheinend, was das angeht, gute Arbeit geleistet. Wir waren wirklich kontinuierlich alle 2 Stunden mit ihm draußen damals. Damals, als wir ihn vor 10 Jahren bekommen haben, als wir ihn jetzt bekommen haben, waren wir wirklich alle 2 Stunden mit ihm draußen. Und es hat teilweise wirklich an den Nerven gekratzt. Nennt man das so? Keine Ahnung, auf jeden Fall war es echt krass. Und wir sind dann wirklich alle 2 Stunden mit ihm rausgegangen. Anscheinend hat es wirklich was gebracht und er hat halt echt verstanden, dass er draußen Pipi machen soll. Also wie gesagt, er macht eigentlich so gut wie kaum noch in die Wohnung. Wenn er in die Wohnung macht, dann wirklich nur, weil wir dann halt einfach verpeilt haben, auf ihn zu hören. Ist aber dann halt einfach unsere Schuld, unser Vergehen und nicht seins. Aber sonst finde ich das echt super und bin voll stolz auf dich, dass du das so toll machst, ja? Ja? Ja, also ich bin wirklich stolz, dass er das so schnell verstanden hat. Dann auch mit dem Sitz und mit dem Platz, dass er das auch so gut versteht. Das macht einen dann schon stolz, wenn man das so sieht, dass das halt wirklich funktioniert. Dass er halt einfach lernt und das macht schon echt glücklich. Ja, ich bin jetzt abgeschminkt, wie ihr seht. Und ich mache da jetzt auch nichts mehr, denn ich werde jetzt duschen gehen. Ich muss noch ins Schlafzimmer und noch meine Sachen holen. Tim wird mich jetzt wahrscheinlich töten, aber okay. Und dann werde ich den Abend ruhig ausklingen lassen, werde noch ein paar Bilder planen jetzt für die nächste Zeit für Instagram. Ich würde mich natürlich wie immer sehr über euer Feedback freuen und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Vlog.